Servus beieinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier beim bayerischen Stream. Nein, nur Spaß. Heute schauen wir uns den FV4005 an. Der ICDO, irgendwie so, hat es auf jeden Fall mal rangeschickt über dieses E-Mail-System. Aber ich glaube, das setzt sich nicht durch. Egal, mit dem FV4005 eben. Warum ich den genommen habe? Recht banal. Da das einer der neuesten Zehner in meiner eigenen Garage ist. Und ich dachte mir so, ja, mal gucken. Vielleicht ganz interessant. Und höher komme ich nicht. Schauen wir das uns heute einfach mal an. Weil halt einfach das Ding mit seinen Respektschellen so unfassbar viel Spaß macht. Und natürlich hat er hier in der Form schon die Spaß Munition geladen. 1750 Schaden bei 230 Durchschlag. Kostet natürlich ein bisschen was, aber er wird in dieser Runde nicht mit Minus nach Hause gehen. Ganz im Gegenteil, der geht sogar mit 40.000 Credits nach Hause. Und das im 10er Spaßpanzer. Das ist durchaus spaßig. Und jetzt war er was Unspaßiges, denn diese Nerf-Arti hat ihn hier schon mal ordentlich eine reingelatzt. 354 Schaden ist zwar jetzt nicht dicke, aber seine Besatzung oder seine Reparatur. Ja, nein, seine Erste Hilfe. Naja, also ich glaube, das wäre der erste Kommandant, der mit einem Schraubenschlüssel an den Kommandanten oder was auch immer rangeht. Egal, hat er schon ziehen müssen. Jetzt gibt es schon den ersten Spaßschuss. Denn T-57 Heavy bekommt hier einfach mal eine Respektschelle. Und eine Respektschelle ist schon gar keine Respektschelle mehr, weil 1830 holy fucking HP jetzt mittlerweile weg sind. Und das ist mal richtig, joa, kann man mal machen. So. Da hat er schon, der zielt da schon auf den nächsten. Aber jetzt geht's. Ohohoho, da geht's auf den Panzerkampfwagen 7. Und da hat er einfach mal scheiße 2500 Damage gemacht durch den Brand. So kann man es machen. In der Form zeigt sich auch immer mal wieder, wie sinnvoll so ein Feuerlöscher in so einem Panzer ist. 2500 Damage mit einer Granate. Das ist einfach noch scheiße viel. Naja, 420, aber der T-57 Heavy, der hatte ja auch im Prinzip drum gebettelt. Ich finde diesen Panzer übrigens sehr, sehr lustig. Ich habe, da ich den FV183 mir geholt habe und auch den 4005, muss ich sagen, so eigentlich so ein bisschen besser finde ich dann schon ihn hier. Er ist halt nochmal ein Tick mobiler. Klar, er hat jetzt keine Panzerung, aber ja, ich finde die Mobilität sogar ein bisschen spannender und die Stellen, die können sie beide super. Hat man jetzt gesehen, T-57 Heavy, zack. Das ist, glaube ich, so sein Lieblingsessen. Nom nom nom. Was gab es gestern bei dir? Die 57 Heavy. Ja, der ist lecker, der ist gut. Darfst aber nicht den billigen aus Polen nehmen. Da muss schon an den guten kommen. Ja. Ein wirklich geiles Teil der 4005er. Und der nächste. Also irgendwie hat das so, ich glaube, der hat so ein Radar drin, was immer noch auf die gleichen Panzer schießen lässt. Entweder T-57 Heavy oder Panzerkampfwagen 7. Nur das nimmt er. Was anderes ist unter seinem Niveau. Ja, Objekt will er weg. Oh, das, die Art, die ihn mal wieder ihn hier reingesnackt. Da hat er jetzt seine Erste Hilfe und sein Reparaturset nutzen müssen. Oh, ein Badger. Jo. Der Badger hat natürlich eine ordentliche Panzerung, dementsprechend auch nicht so der fette Schaden. Aber hey, er hat schon 7870 Damage angebracht und die Runde ist nicht mal 4 Minuten alt. Also, das ist einfach schon abnormal. Wenn man eine gute Runde mit dem Panzer bekommt, dann ist er mal richtig nice. Weil einfach diese Granaten jedes Mal aufs Neue einfach nur für Angst und Schrecken sorgen. Also das ist so der Panzer. Wenn man den sieht, den geht man auch schon bewusst aus dem Weg. Es gibt wenige Panzer, bei denen es mir persönlich so geht. Aber der FV4005 und der 183er, das sind beide so Tanks, wo ich sage, wenn ich die auf dem Feld irgendwo sehe, das ist jetzt nicht unbedingt die erste Adresse, die ich anklingel.
So, jetzt ist er da offen, dementsprechend ein bisschen vorsichtig hier am Zurückfahren, denn da drüben steht ja noch das Objekt und die Badchat, die Arti, die sollte sich gleich erledigt haben, denn da regelt sein Team schon. Jetzt sieht man, die Badchat ist auf K1, also die hat jetzt gerade sein Arti geholt und im Cap ist auch jemand. Dementsprechend weiß man, da sind beide, also das Objekt steht im Cap, die Badchat, die ist noch da in der Nähe, also man weiß sofort, wo sind beide. Und jetzt gehen die natürlich hier, die beiden RVs, dahin und wollen noch einmal zeigen, jo, wir sind auf jeden Fall noch für einen guten Schuss gut. Und jetzt schreibt er, stop cap, please mission. Und er zerstören sie 4 Fahrzeuge, diese dürfen wir im Moment ja nicht entdecken. Also von dem her, eigentlich, dem geht es hier nicht um die Mission, er will einfach noch den Damage machen. Ist auf jeden Fall ein cleverer Move, zu sagen, Jungs, Mission, weil die Mission ist durch. Aber schaut mal her, jetzt hat der eine gedecapped, indem er einfach nur dahin gebratzt hat und den da gemacht hat. Und ja, Badchat, zack. So, jetzt wird er noch geholt, aber das ist eher Makulatur. Denn, ja, Badger macht da das Objekt und fertig ist die Runde. 9256 Schaden in 6 Minuten und 6 Sekunden. Abnormale Runde, total lustig, total drollig zum Anschauen, aber genau das macht so eine Runde aus. Meine Meinung, immer wieder sehenswert. Eure Meinung ist gern genommen, haut es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Alcaramba.